Moin Giorno! Willkommen zum Better Fishing Box Unboxing im Monat Oktober. Yoshi hatte mir diese Box hier schon hoch angepriesen. Deshalb bin ich besonders gespannt. Zudem sollen hier zwei Produktneuheiten drin sein. Deshalb geht's gleich los und wir fangen an. Okay, das hatte ich schon fast gespoilert bekommen, also konnte man sich denken, dass die Firma Nace hier von Dustin Schöne enthalten ist. Und zwar haben wir hier einen wurmartigen Köder hier, der ist gerippt und mit einem Twisterschwanz versehen. Hinten nochmal so eine kleine Zeichnung. Ich hole mal einen Köder raus. Und ich kann ihn schon bis hier riechen. Also, das ist der Köder hier mit seinem Twisterschwanz. Weiches Material. Das können wir denn hier zur Farbe sagen. Color C15, Flavor Shrimp, 4 Inch groß und 7 Stück enthalten. Ja, und dann haben wir hier nochmal so ein Finesse Rigging Part. Das ist dieser dicke Teil hier dieses Körpers. Nace Ribs, das sind dann hier die kleinen Rippchen hier und dann den High Action Curly Tail, den Twisterschwanz. Gut, sieht recht fängig aus, wird ausprobiert und wir machen gleich weiter. Ach, hier haben wir auch hier von Nace einen Aufkleber mit bei. Dann haben wir von Fox Rage Floating Creatures Ultra UV, also Floating auftreibend, das ist der Crayfish. Und die Farbe nennt sich Chartreuse in 2,75 Inch bzw. 7 cm und 6 Stück sind enthalten. Ich halte ihn mal so in die Kamera einmal hier. So wird nochmal gezeigt, wie man ihn präsentieren kann. Entweder am Texas Rig oder am ganz normal am Jigkopf oder am Dropshot Rig. Und auch hier hole ich mal einen Köder raus. Den muss ich von unten öffnen. Ungewohnt. Und sehr knallige Farbe. Gut, dann haben wir hier so nochmal so einen Schutz, also einen Deckel. Und der sieht wirklich ziemlich realistisch aus. Klebt ein bisschen aneinander. Oh, hoffentlich geht da nichts kaputt. Der klebt sehr aneinander. Na, aber das kriegen wir hin. Super. Also, wenn ihr mal schaut. Jetzt hat die Kamera ihn eingefangen. Der sieht sehr realistisch aus und ist auch sehr, sehr weich. Haben wir noch so eine kleine Tasche oben im Rücken, um ihn auch Offset anzubieten. Der sieht wirklich cool aus. Wird auch ausprobiert beim nächsten Angelausflug auf Barsch. Dann haben wir von der Firma Balsa, das ist ja ein Rubber Jig, würde ich jetzt sagen. Holen wir ihn mal raus. Das ist hier der Balsa Shirazu Skirt Micro Jig. Nochmal hier gesichert mit so einem Gummiband. Und jetzt werden wir gleich hier die ganzen Fransen in voller Pracht sehen können. Also die Fransen sind wirklich sehr, sehr lang, werden dadurch halt viel Aufmerksamkeit erregen. Aber boah, für mich fast schon zu viele Fransen hier. Aber wenn man die erstmal aufgemacht hat, dann können wir auch hier einen Trailer draufsetzen, der sich dann von den Fransen ein bisschen abhebt und dann besser für die Barsche dann ja, zu sehen ist. Und jetzt haben wir hier 7 Gramm. 1-0er Haken, perfekt für Barsch. Und wenn wir das mal, oh, jetzt klebt der hier schon wieder zusammen. Okay, und wenn wir jetzt mal das betrachten, könnten wir den sogar am Skirted Jig hier, den Fox Rage Krebs hier anbieten. Macht einen guten Eindruck. Wir haben ja auch nochmal die Grammatur auf dem Kopf selber stehen. Das war die Firma Balsa. Dann haben wir hier von Daiwa 2.0er Bessers Warmhook. Sehr cool. Also damit können wir auch den Köder dann schön hängerfrei führen. Offset. Sind richtig gute Haken.
Finde ich cool, dass sie diese Marke jetzt reingenommen haben. Also schöner Japan-Haken haben wir auch noch drin. Sehr schön. Dann haben wir hier noch, ach, witzig, so eine kleine Finesse-Montage mit Gewicht, Perlen und ja, Fluorocarbon haben wir dieses Mal nicht drin, aber wir hatten schon so oft jetzt Fluorocarbon drin. Und wenn ihr jetzt mal schaut, das war, glaube ich, hier, könnt ihr tatsächlich auch euch der Verpackung entnehmen, wie ihr diese Montage aufbaut. Also, wir würden den Krebs jetzt hier offset fischen. Würde ich sagen. Ja. Können wir hier einmal entnehmen. Wir haben alles dabei. Perlen, Gewicht. Ich halte es mal so in die Kamera. Aber wenn ihr diese Box selber habt, dann wisst ihr auch, oder gibt auch Videos dazu, können wir uns leicht eine Montage bauen. Dann haben wir von Lure Junks den Finisher. Und zwar ist das wohl auch hier so eine Sonderfarbe. Hier steht nämlich Better Fishing. Und Farbe kann ich jetzt nicht deuten. Das ist auf jeden Fall Flavor Garlic, also Knoblauch. Hook Size 2,0er. Und dann Lure Size 8 cm, 3,2 Inch. Und hol mal einen raus. Vielleicht haben wir ja auch so eine Tasche. Auf jeden Fall sind für diesen Größe hier diese Haken von Daiwa gedacht. Und dann schnappe ich mir mal eben kurz ein. Interessant ist auch hier diese Rückenflosse. Und ich sehe hier auch sogar eine Tasche. Also perfekt dann. Diesen Köder kombinieren wir dann mit diesem Daiwa-Haken. Offset und ja, ganz nett aufeinander abgestimmt. Richtig cool. Also hier haben wir viele Möglichkeiten, die Köder zu führen. Also den würde ich jetzt als erstes mit dem Rubber Jig hier führen. Dann haben wir hier von Lure Junks den Finisher. Den führen wir dann hier mit dem Offset-Haken von Daiwa. Können wir übrigens auch hier mit die Montage bauen. Und dann haben wir hier von Westin den P10DR. DR steht für Deep Runner, dafür ist denn hier diese lange Tauchschaufel. Wir haben ein sehr ja, auffälliges Holo-Dekor. Ich würde auch den Köder mal einen kurz rausholen. Da oben ist er zugeklebt. Hier oben könnte es ein bisschen besser aufzumachen sein. Das ist auch so. Und hier haben wir ihn noch fixiert hier. Die Lauftiefe ist 2 bis 4 Meter, also dadurch Deep Runner. Und jetzt könnt ihr euch nochmal die Farbe genauer anschauen. Hinten steht nochmal drauf, Floating 16 Gramm. Immer cool, wenn er es nochmal mit drauf steht. Und ja, also wenn wir den Köder jetzt nur so halten, dann erinnert er mich an einen Zalt. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz hier die im Schnelldurchgang die Produkt oder den Packungsinhalt bei durch. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal von Victor Eras ein Autogramm und diese Box haben wir zum Beginn der Herbstsaison als Texas Rig zusammengestellt. So könnt ihr alle drei Gummiköder mit den beiliegenden Offset-Haken, Bullet Weights und Glasperlen kombinieren und schnell verschiedene Köderarten, Shad, Twister, Wurm, Krebs am T-Rig, also am Texas Rig, ausprobieren. Um diese Montage zu bauen, zieht ihr als erstes das Bullet Weight mit der Spitze voran auf euer Fluorocarbon-Vorfach. Dann, also da würde ich so 80 cm nehmen, dann die Perle hinterher und knotet als letztes den Offset-Haken. Beispielsweise mit einem Clinchknoten ans Ende. So trennt ihr eure Köder vom Gewicht, was dazu führt, dass sie leichter eingesaugt werden können. Sehr verführerisch nachsinken und bzw. auftreiben und ihr weniger Hänger habt. Probiert es aus, Herbst und Winter sind Finesse-Rig-Zeit. Die Fische werden träger und jagen weniger aktiv. Da freuen sie sich über jede leichte Beute, die sie vom Grund einsammeln können. Also ich könnte
das jetzt nochmal so in die Kamera halten. Jetzt könnt ihr vielleicht noch sogar einen Screenshot machen, wenn ihr das wollt. Und wir gehen nochmal im Schnelldurchgang das durch. Vielleicht fehlt auch noch ein Köder, aber das glaube ich nicht, weil das war schon recht vollgepackt. Wir haben ja noch einen Center Shock, den kann ich nochmal erwähnen. Für ausführliche Vorstellungen der Köder, Unterwasseraufnahmen und zusätzliche Tipps und Tricks besuche. Ja, unspezifisch. Okay, gut. Kommt. Dann haben wir von Westin auf jeden Fall den Wobbler 16 Gramm 10 cm, 2 bis 4 Meter schwimmend. Das war hier der Kollege zum Schluss. Dann Lure Junks Finisher. Okay, haben wir auch. Nace, Fox Rage, Crayfish, Tungsten Bullet. Achso, okay, das ist nochmal ein cooler Hinweis, dass das hier sich um Tungstengewichte handelt. Sehr schön. Und dann werden wir. Ah, okay, die Grammzahl haben wir jetzt nicht draufstehen. Okay, aber das macht auch nichts. So, dann haben wir Glasperlen. Jo, und von Daiwa Bessers Hookworm. Das war hier der Fall. Und dann hatten wir noch den Rubber Jig. Also Skirted Jig, wie ihr ihn nennen möchtet. Und ja, eine sehr, sehr schön abgestimmte Box. Und gerade auch jetzt für den Monat perfekt für die Barsche. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg damit und bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.